Sie wissen, dass es verschiedentlich Spekulationen gegeben hat, von welcher Stelle aus ich zukünftig meine politische Arbeit fortsetzen werde. Diese Entscheidung habe ich nun getroffen. Ich werde nicht eine weitere Amtszeit als Präsident des Europäischen Parlaments kandidieren. Im kommenden Jahr werde ich den Platz 1 der Landesliste Nordrhein-Westfalen meiner Partei für den Deutschen Bundestag einnehmen und dort zur Wahl antreten. Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, denn Präsident des Europäischen Parlaments zu sein, und das über 5 Jahre, ist eine große Ehre, die mir zuteil geworden ist und, das will ich hier bekennen, für die ich zutiefst dankbar bin. Über viele Jahre haben wir gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen hier im Europäischen Parlament viel erreichen können. Während meiner Zeit als Abgeordneter, als Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion oder als Präsident des Europäischen Parlaments habe ich versucht, einen Beitrag zu leisten, die Sichtbarkeit, die Glaubwürdigkeit europäischer Politik zu erhöhen und den Einfluss der demokratisch und direkt gewählten Vertretung der europäischen Völker zu stärken. Auch zukünftig werde ich dem europäischen Projekt verbunden bleiben. Das europäische Einigungswerk ist in meinen Augen die größte zivilisatorische Errungenschaft, das größte Zivilisationsprojekt der vergangenen Jahrhunderte. Und mehr denn je braucht die Welt heute eine starke, eine selbstbewusste und eine vereinte Europäische Union. Wir brauchen Europäer, die einstehen für ihre Werte und ihre Überzeugungen. Wir müssen verteidigen und wir müssen stärken, was vorangegangene Generationen aufgebaut haben. Ich werde nun von der nationalen Ebene aus für das europäische Projekt kämpfen. Ich werde mich weiter ein Stück dafür einsetzen, das Leben der Menschen ein bisschen besser zu machen. Und ich will mit einer klaren Haltung meinen Beitrag dazu leisten, dass Gräben in unseren Gesellschaften und zwischen den Ländern in Europa geschlossen werden. Denn nur so können wir verloren gegangenes Vertrauen, und es ist viel Vertrauen verloren gegangen von Menschen, nur so können wir dieses verloren gegangene Vertrauen in die Politik zurückgewinnen. Und gerade die Bundesrepublik Deutschland als das größte Mitgliedsland der Europäischen Union hat hier eine besondere Verantwortung, die ich bislang als Abgeordneter des Europäischen Parlaments aus Deutschland kommend wahrgenommen habe. Und für diese Verantwortung will ich mich zukünftig in und von Berlin aus einsetzen. Bis zum Ende meiner Arbeit werde ich hier im Haus meinen Verpflichtungen als Präsident umfassend nachkommen. Das, meine Damen und Herren, ist heute nicht der Tag des Abschieds. Dennoch möchte ich schon heute allen Kolleginnen und Kollegen danken, mit denen ich in den vergangenen Jahren, nicht nur in den 5 Jahren, sondern in vielen Jahren zuvor, intensiv und vertrauensvoll hier im Hause zusammengearbeitet habe. Mein Dank gilt insbesondere meinen Freunden in der sozialistischen Fraktion. Ich danke heute auch meinem Freund Jean-Claude Juncker, einem großen Europäer, für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen 2,5 Jahren. Ich danke den vielen hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Parlaments und ihrer Parlamentsverwaltung für den enormen Einsatz, den sie leisten. Und schließlich gilt mein Dank vor allem meinem Team, das mich seit Jahren unermüdlich und selbst bis in die tiefe Nacht, und ich habe festgestellt, dass auch Sie nachts nicht schlafen, bis in die tiefe Nacht unermüdlich unterstützt.